Die Geschichte der Höhle ist eigentlich ganz, ganz lang, weil wir sagen immer in den Führungen auch, die Einhornhöhle wurde nie entdeckt, weil sie immer bekannt war. Das Hauptaugenmerk in früheren Jahrhunderten war natürlich das Einhorn als solches. Über Jahrhunderte wurden Knochen ausgegraben, vermeintlich vom Einhorn. Vor allen Dingen im frühen Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein Einhornsammler, die den Archäologen alles zerwühlt haben natürlich. Und selbst Leibniz, der hier war 1685, bestätigte den Einhornsammlern noch, ja, das ist alles echtes, wahres Einhorn. Unser Logo für die Höhle ist ja seine Einhornzeichnung. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts fingen dann wissenschaftliche Untersuchungen an in der Höhle. Dann war auch klar, kein Einhorn, sondern das sind alles Tiere der Eiszeit. Wir befinden uns hier im sogenannten Jakob-Friesen-Gang. Dieser Gang ist angelegt worden in den 1920er Jahren, eben durch Jakob Friesen, der in diesem Bereich über eine Länge von 30, 35 Metern einen 1 Meter breiten Stollen angelegt hat. Jakob Friesen war damals auf der Suche nach Spuren und Belegen des Neandertalers im Harz und speziell in der Einhornhöhle. Tatsächlich hat er auch Fundschichten angeschnitten, ungefähr in diesem Bereich, in dieser Höhe, die bereits neandertalerzeitlich sind, in denen auch Artefakte vorkommen. Aber diese hat er damals nicht gefunden, sondern die sind erst in den 1980er Jahren gefunden worden. Und das gab den Aufschlag für verschiedenste Institutionen, hier zu forschen und zu graben. Wir wissen jetzt, der Mensch der Altsteinzeit war dort, an dieser Stelle, wahrscheinlich nicht nur einmal. Und diese Hoffnung auf das, was jetzt noch kommt, das ist eigentlich dieser Ansporn, der da ist, auch wenn er bei mir erstmal 30 Jahre lang auf Sparflamme war, freuen wir uns sicherlich alle, dass es hier noch über viele, viele Jahre tolle Funde gibt. Und was mir natürlich dabei wichtig ist, was wir dort finden, natürlich hier vor Ort den Menschen auch zeigen können, dass die Gäste nachfühlen können, wie war das hier vor 100.000 Jahren. Und das ist eigentlich für mich das Kriterium, was ich als Wissenschaftler habe. Ich möchte den Menschen das vermitteln, was ich finde. Und das können wir, glaube ich, hier an der Höhle zukünftig wunderbar zeigen.